glaube, das Hirn ist beim Fahrradfahren so wichtig nicht. Das wird ja meistens auch ausgeschaltet während des Fahrens. Selbst dann, wenn Radfahrer mitten durch die Fußgänger fahren, wenn Radfahrer aus der Nebenstraße kommen, meistens mit ausgeschaltetem Hirn. Willkommen zu Couch and Guest. Wir freuen uns sehr, jetzt wieder auf Sendung gehen zu können. Die GEZ hat uns leider die Kohle ein bisschen gekürzt. Wir haben da so ein bisschen jetzt noch was aus der Restekasse bekommen und können jetzt von den 100 Euro diese Ausgabe bestreiten. Da freuen wir uns sehr, denn es gibt ja auch einiges zu erzählen. Es geht bei uns ums Fahrradfahren und es geht aber auch ums, ja, ich sag mal, Herstellen von Fahrrädern. Denn der Mann, der heute kommt, das ist ein, ich würde schon sagen, ziemlich großer in der Fahrradbranche. Wenn ich es jetzt richtig gehört habe, auch im Vorgespräch, ist er einer von denen, die eben mit dem Schraubschlüssel groß geworden sind. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier mit in diesen kleinen Plausch eintaucht in dieser Sendung heute. Jörg Schindelhauer! Nun kommen wir zum obligatorischen Teil. Er ist leider nicht nominiert gewesen für den WM-Kader bzw. EM-Kader von Jogi Löw. Ich freue mich sehr, dass er aber heute Abend wieder da ist. Er kann jetzt mal richtig Frust rauslassen. Darum freuen auch Sie sich auf den Mann. Er ist heute übrigens in Blau gekleidet, wie Sie gleich sehen werden. Hier ist Navid Soroush. Wir waren lange nicht auf Sendung. Die GEZ war natürlich nur ein Grund. Ein anderer war, dass wir uns extrem gut für diese Sendung mit Jörg Schindelhauer vorbereiten wollten. Das haben wir gemacht und haben erstmal Fahrradfahren gelernt. Inzwischen klappt es auch ganz gut ohne Stützräder. Wenn man sozusagen Fahrrad fährt, beschäftigt man sich praktisch damit. Was wir allerdings mal gemacht haben, ist, sich mit diesem ganzen Fahrradfahren auch theoretisch auseinanderzusetzen. Und darum haben wir gesagt, Herr Wolf, so heißt er nämlich, können Sie uns vielleicht so ein bisschen theoretisch weiterhelfen? Und das macht er. Und genau das schauen wir uns an in der neuen Rubrik Wolf wagt Wahrheiten. Wolf wagt Wahrheiten. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Das Leben beginnt und das Fahrradfahren muss ja erst einmal erlernt werden. Man fährt ja nicht nur mit den Beinen Fahrrad, sondern man sitzt ja auf dem Fahrrad. Wir haben in dieser Region, zumindest wir Männer, noch ein anderes Problem. Nicht wahr? Wir sind vom Geschlecht her zwar paarig angelegt, aber genau die Symmetrieebene zu halten, empfiehlt sich beim Radfahren nicht. Man muss sich für links oder für rechts entscheiden. Frauen haben dieses Problem nicht, aber was Frauen auch haben, ist, sie haben so wie wir Männer einen Schwanz und der ist hinten, der ist rudimentär. Man sitzt sozusagen auf der Po-Falte und nun hat es schon Überlegungen gegeben, wie man vielleicht diese Falte glätten könnte. Es gibt ja Cremes, nicht wahr? Es gibt Antifaltencremes. Herr Wolf, wir müssen auch ein bisschen ernster werden, ein ernsthaftes Thema anschneiden. Und zwar, letzte Woche ging es durch die Medien, Millionen haben aufgeschrien, als klar wurde, was eigentlich geschieht bei der Produktion von Katzenaugen. Gibt es nicht tierfreundlichere Methoden? Also ich finde das ja furchtbar. Ich habe auch noch nie ein oder gar zwei Katzenaugen am Fahrrad getragen. Ich weiß aber, dass das Katzenauge durchaus von der Anatomie her sehr geeignet ist. Ist es möglich, dass eine Frau während des Fahrradfahrens auf einem herkömmlichen Sattel
einen Orgasmus erleben kann? Das kann ich nicht beantworten. Ich bin zu wenig Frau. Also ich kann mir vorstellen, gerade für Männer gibt es Situationen, die weit, weit geeigneter sind, einen Orgasmus zu bekommen. Wir können ja nochmal auf die Sicherheitsaspekte zu sprechen kommen. Ein jeder von uns ist sicherlich auch schon mal vom Fahrrad gefallen. Da fällt man ja auch mal auf die Vorderseite des Kopfes. Gewöhnlich ist man dann erstmal platt. Das heißt, man sollte einen Schutzhelm tragen? Später dann ja. Ach, vorher nicht? Nein, das Plattsein, die Plattheit, könnte sich dann noch übrigens. Es gibt ja Fahrradhelme, die haben da so einen Erker nach vorne, nicht wahr? Was dabei passiert, sie landen auf dem Kinn, dem sogenannten Fressbrett. Es wird ja immer gesagt, Fahrradfahren ist gut für die Flora und Fauna. Dabei haben Experten jetzt festgestellt, dass doch durchaus die ein oder andere Fliegenart gefährdet ist. Auch das ist richtig und es ist auch überhaupt nicht gut, wenn man bei rasender Fahrt Hasen einatmet oder gar Wölfe. Herr Wolf, vielleicht noch mal aus medizinischer Sicht. Wie gefährlich ist es für Haut und Haar, wenn man Personen auf dem Gefecht... Wenn man Personen... Nochmal, was? Herr Wolf, nochmal aus vielleicht medizinischer Sicht. Wie gefährlich ist es für Haut und Haar, wenn man Personen auf dem Gefecht... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nochmal aus medizinischer Sicht. Wie gefährlich ist es für Haut und Haar, das Mitführen von Personen auf dem Gefecht... Haut und Haar hast du. Haut und Haar. Das gibt's doch nicht. Herr Wolf, vielleicht nochmal... Warte jetzt hier. Jawohl, vielleicht auch mal aus medizinischer Sicht. Ich denke, er ist einer der erfolgreichsten Newcomer in der Bike-Szene. Er ist den langen, weiten Weg aus Berlin über die Uckermark heute hier ins Studio gekommen. Begrüßen Sie jetzt Jörg Schindelhauer. Du bist direkt mit dem Fahrrad gekommen. Ja. Hat geklappt, ne? Hat alles geklappt. Willst du was trinken? Gerne. Wir haben nämlich dein Glas leer gelassen. Du bist ein Fan von dieser Rhabarberschorle und wir haben extra, weil es ja warm ist draußen, die im Auto auch liegen lassen. Die super. Ist jetzt sehr warm und die hat doch schon, guck mal hier, das ist Fruchtfleisch oder sowas. Das ist gut, ja. Stell ich die mal hier so hin. Ja? Ja. Hier hast du noch einen Öffner, kannst du die aufmachen. Das ist wunderschön. Ja? Und die einfach was eingießen. Wir, weiß nicht, ob du... Wir haben auch noch ein bisschen was genommen. Also noch ein bisschen, wenn du vielleicht einen Schuss noch hast. Oh nee, nicht. Oder wir haben auch was, ich muss ja noch ein bisschen. Trinkst du Alkohol? Ja, aber ich muss ja noch Radfahren. Ach so, oder? Jörg, du bist tatsächlich schon heute in Berlin gewesen. Ist doch richtig, ja, oder? Warst du geschäftlich unterwegs? Oder? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja. Ah, ja. Und bist du jetzt mit dem Rad den ganzen Weg hierher gefahren oder anders? Ja. Oder hat man dann auch ein Auto? Nee, das macht man schon. Das macht man schon. Also, ja. Das beeindruckt natürlich dann auch die Kunden, wenn man dann von Magdeburg die. Oder hast du das eigentlich im SUV drin, hinten, und fährst dann immer kurz davor und steigst einfach vorher aus? Nee, komplett. Ja. Ist das eine Leidenschaft so, insgesamt, das Fahrradfahren? Ja, doch schon. Machst du es wirklich seit jeher oder ist das jetzt erst gekommen, seitdem man festgestellt hat, man kann damit Geld verdienen? Nö, das hat man schon immer gemacht eigentlich. Also erst Mountainbike, BMX, alles mal gehabt. Okay. Aber mal ohne Flachs, du hast ja tatsächlich es geschafft, so ein bisschen doch dein Hobby dann zum Beruf zu machen und damit dein Geld zu verdienen. Ja. Du hast, um es mal auf den Punkt zu bringen, eine Fahrradmanufaktur gegründet. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, drei, ne? Insgesamt. Also das war ich nicht allein. Natürlich mit einem großartigen Team, was dahinter steht. Prost, lass dir schmecken. Mhm. Ja. Kann man trinken oder? Das schmeckt super. Warm, ne? Bisschen. Ja. Nee, wie ist das passiert? Also das kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Also eigentlich hat es so angefangen, wir wollten eigentlich einen Sportwagen bauen. Natürlich. Also das war, da haben sich quasi ein paar Benzinverrückte zusammengetan, die einen Sportwagen bauen wollten und sind dann mit dem Fahrrad gelandet. Okay. Wie habt ihr, aufgrund der Energiewende oder was habt ihr da gemacht? Auch wieder sowohl als auch. Energiewende natürlich und Finanzkrise. Also das war Ende 2008. War das Projekt einfach nicht mehr finanzierbar. Wir hatten zwar gute Partner im Boot, aber das hat leider nicht ausgereicht, um dann wirklich die Anschlussfinanzierung so voranzuschieben, um dann den Prototyp komplett fertigzustellen. Mhm. Und dann haben wir aber das Fahrrad halt für uns entdeckt. Also ich hatte halt privat mich mit dem Fahrradzahnriemen und so auseinandergesetzt und das hat ganz gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, dann probieren wir das mal und machen eine kleine Serie und das kam ganz gut an und so hat sich das weiterentwickelt. Wir haben mal uns umgesehen, es gibt ein kleines Werbevideo, da kann man mal sehen, was ihr wirklich macht. Und bevor wir über Details sprechen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man mal sieht, was da so zu sehen ist, beziehungsweise was ihr da so an Fahrrädern produziert. Da schauen wir mal kurz rein. Mhm. I took you home.
This is my new Schindelhauer bike. It is equipped with a Gates Carbon Drive system. This belt drive is made of carbon fiber and completely maintenance free, so no grease, no oil, and a lifetime of 20,000 kilometers. The frame is made of triple butted aero tube set and is full smooth welded. The patent pending Schindelhauer belt port enables the frame to accommodate the belt in the rear triangle. The crocodile clamping system puts the belt under proper pretension. With a flip-flop hub, I can freely decide if I go fixed or free. And now, it's time to ride. Du bist jetzt ein bisschen als Maschinenbaustudent auch an der Uni tätig gewesen und dann sozusagen ging das nahtlos nahezu fast über. Das ging komplett nahtlos über. Wir waren noch direkt nach dem Studium, nachdem wir halt unsere Maschinenbaustudien abgeschlossen haben, noch mal ein Jahr an der Uni mit einem Stipendium unterwegs, konnten da die Uni-Infrastruktur nutzen und dann in die Selbstständigkeit, ja. Inzwischen seid ihr international auch tätig, ne, mit dem, was ihr macht. Ja. Wo so und was macht ihr da? Also Europa natürlich. Europa in Frankreich, Schweiz, Großbritannien haben wir natürlich tolle Händler, die uns unterstützen. Der asiatische Markt wird zunehmend interessanter. Okay. Also Hongkong, in Singapur haben wir einen guten Partner, in Korea, Südkorea natürlich. Okay. Es hört sich so ein bisschen an, als wenn ihr 200 Leute beschäftigt, um eure Fahrräder zu bauen. Ganz, aber das sind wahrscheinlich weniger. Ganz kleines Team eigentlich. Ja, wir sind 6 Leute insgesamt. Zu viert haben wir die Firma gegründet damals. Mit 2 Maschinenbauern, einem Industriedesigner und einem Betriebswirt. Mhm. Mittlerweile haben wir halt noch 2 Leute eingestellt, einen Mechaniker und noch jemand, der uns im Büro handkräftig unterstützt. Ich kann das bestätigen, dass es nur so wenig Leute sind, denn ich war vor Ort nämlich mal da und habe mir das angesehen, wie das bei euch da so vonstatten geht, was ihr da macht, wer da vor allem alles noch mit involviert ist in dieser Firma und was da passiert ist und wie es da aussieht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Liebe Fahrradfreunde, ich stehe vor der Firma Schindelhauer und bin hier verabredet mit dem Mann, der dieser Firma seinen Namen gegeben hat, Jürg Schindelhauer. Was der mir zeigt, weiß ich noch nicht, das werden wir aber gleich sehen. Hallo, die Damen und Herren. Das sind also eure Räume, beziehungsweise sehe ich erstmal bisher nur einen Raum. Also hier findet eigentlich alles statt, von den ersten Ideen der Produkte halt, über den Einkauf, über die Koordination der Produktion. Die Firma heißt eigentlich C2G Engineering, ist eigentlich eine Produktentwicklungs-Dienstleistungs-GmbH, wenn du es so nennen möchtest. Und unter dem Firmendach haben wir halt die Marke Schindelhauer halt angesiedelt. Du hast jetzt also dieser Marke deinen Namen gegeben, aber bist nicht Boss der Firma. Das ist eigentlich sogar ganz gut. Wieso? Weil derjenige, die Geschäftsführung hat, der halt davon auch am meisten versteht. Und also wir sind da auch sehr uneitel, dass wirklich die Leute, die Aufgaben übernehmen, die sie halt am besten können. Und das ist in dem Fall Martin. Ihr kennt euch schon länger oder ist das, habt ihr euch gegen das hier offizielle Bewerbung mal vor ein paar Jahren oder so? Nee, wir kennen uns schon lange, schon seit der Schule. Ah ja. Ja. Ah, das also eine enge Freundschaft also. Na, damals hatten wir zusammen mal Sport und hatten sonst andere Interessen. Sonst. Fahrradfahren war da noch nicht so groß. Damals war man, glaube ich, 16 oder sowas, da wird man lieber Moped fahren, ja. Was macht der denn eigentlich, wenn er jetzt nicht Boss ist? Wie ist denn die genaue Bezeichnung? Ja, er guckt in Kameras und gibt Unterwissen. Nein, Jörg macht bei uns den Einkauf, ist auch in der Entwicklung halt mit tätig. Einkauf ist auch ein sehr wichtiger Bereich und eigentlich ja, vieles andere auch noch. Mit dem Vertrieb auch auf jeden Fall, da gerade internationaler Vertrieb. Auch sehr gut Englisch spricht, weil er längere Zeit in Australien war. Was sind denn jetzt so die Besonderheiten an so einem Schindelhauer Bike? Ja, also der Zahnriemen natürlich. Also alle Räder, die wir bauen, sind mit dem Zahnriemen halt ausgestattet. Und ansonsten zeichnen sich die Räder eigentlich dadurch aus, dass wir immer versuchen, modernste Technik halt mit klassischen Elementen zu verbinden. Also wir wollen immer ein klassisches, klares Design einfach kreieren. Und das aber mit absoluter State-of-the-Art Fahrradtechnologie. Das wäre noch ein älteres Modell aus unseren ersten Jahren. Der ist halt immer hier geöffnet. Das ist halt das Besondere, um den Riemen halt einzuführen. Aha, okay. Und der wird dann immer wieder geschlossen. Da haben wir auch eines unserer Patente drauf. Wir bauen bei fast allen Modellen einen Brooks Ledersattel. Die muss man halt einmal richtig einreiten, was auch teilweise... Die Sättel einreiten? Ja. Was heißt das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Das geht doch übers Fahren hinaus. Man muss mit dem Fahrrad erstmal eine Weile fahren, bis der Sattel bequem wird. Also Kartons haben Sie hier gar keine? Was machst du gerade? Das wird ein spezielles Kundenfahrrad. Das ist Ludwig 14, wird mit der Rohlaufnarbe ausgestattet, mit 14 Gängen und wird kundenspezifisch aufgebaut. Und dann, gucke hier, wenn man hier arbeitet, muss man sich auch zwischendurch mal entspannen. Das hast du hier hinten dann.
Was kostet denn so ein Zahnriemen, wenn man den einkauft? Das ist ein spezieller Riemen, der liegt bei knapp 80 Euro. Okay, und ich kann mir das nicht an mein Klappfahrrad selbst irgendwie montieren? Nee, das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Also er muss halt irgendeine Öffnung haben, wo man das ins hintere Rahmendreieck einfach einführen kann. Und das können die wenigsten Rahmen halt. Ah, okay. Unsere Rahmen können das natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Logisch. Ist ja völlig klar, denn das sind Schindelhauer-Bikes. Also wir haben Betriebe, die in Deutschland für uns fertigen. Wir haben auch Betriebe, die in England für uns fertigen oder in den USA. Also es ist wirklich breit gefächert. Da muss man aber vor Ort hinfahren, ne? Da ist man auch dann viel unterwegs, ja. Machst du das? Bist du viel unterwegs? Ja. Lieblingsland? Italien. Italien? Graham Hill, der hat auch eine eigene Sendung auf dem Discovery Channel in den USA. Echt, ja? Ja. Was macht denn der da? Der hat den Blog treehugger.com und das ist halt ein grüner Blog, also der beschäftigt sich sehr mit Nachhaltigkeit und proklamiert halt kleine Wohnungen, platzsparende Möbel, clevere Lösungen und sowas. Und der wollte halt für diese Wohnung halt dieses Fahrrad halt haben. Die Grundidee kann man kurz zeigen. Ja. Und zwar geht es darum, wenn man das Rad jetzt in den Flur stellen würde, in einer WG zum Beispiel, Flur stellt's ab, kommt ständig jemand gegen und das Rad kippt um. Ah ja. Und die Idee war jetzt, dass man halt das Ganze platzsparend aufbaut und den Lenker einfach querstellt und dann einfach ein viel, viel schmaleres Rad hat. Und dann haben wir hier noch ein Modell, das ist das absolute Sparmodell, das Schindelhauer, wie sagt man, ein Einrad. Hm? Wer fährt damit zur Arbeit? Basti und Stefan. Zusammen. 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 Dann vielen Dank an Jörg Schindelhauer und Team, dass wir hier mal kurz reingucken durften. Ja, danke für den Besuch. Danke auch. Jörg, ein Philosoph, der Fahrradästhetiker, hat mal gesagt, Design is the biggest thing to get people on bicycles. Weißt du, wer das war? Nee. Das warst du. Ja. Und jetzt habt ihr natürlich auch mit diesen Designs eurer Fahrräder einen Haufen Preise schon gewonnen. Das heißt, ihr habt so viel falsch nicht gemacht mit den Designs. Ja. Oder? Ja, also wir ehrlich gesagt wundern wir uns da selber auch drüber, weil letztendlich sind es nur Fahrräder. Also wir haben die halt so gebaut, wie wir sie halt schön finden. Und ich glaube, da kommt auch wieder so ein bisschen die Leidenschaft zu benzingetriebenen Fahrzeugen durch. Und das merken wir halt auch ganz deutlich, dass wir halt mit den Fahrrädern Leute aufs Fahrrad motivieren, die halt sonst eigentlich in großen SUVs unterwegs sind. Und das ist schön. Also finde ich gut. Meinst du, das ist ein Trend, dass wir demnächst auch in den Städten mehr Fahrrad fahren? Vor allen Dingen, wenn man solche Fahrräder auch zu kaufen bekommt? Ja, absolut. Also das ist ja ein augenscheinlicher Trend mittlerweile, dass immer mehr Fahrräder unterwegs sind, dass Fahrräder immer schöner auch aussehen, dass vorhin auch bei den Fahrradherstellern, bei den großen Fahrradherstellern mehr Leute, die Fokus auf dem Design liegt. Was ja auch irre ist, ihr kriegt es irgendwie hin, mit diesen neuen Technologien trotzdem irgendwie so einen Minimalismus in die Räder zu bekommen. Genau, das war halt Ziel des Ganzen, halt, dass wirklich jedes Teil halt so gut wie es geht halt integriert wird, dass halt die Teile auch aufeinander abgestimmt sind. Gibt es so eine Uncool-Liste an Teilen, die man auf keinen Fall an ein Schindelhauer-Bike anbauen sollte? Gibt es ja. Wie lautet denn die? Ganz oben steht ein Ständer. Ein Ständer? Ja. Man darf also nicht mit einem Ständer Fahrrad fahren? Nee, das sieht nicht aus. Okay, ja. Und was ist noch so? Was steht da noch so auf der Liste? Was mit Katzenaugen? Gepäckträger sieht schwierig aus. Gepäckträger. Also man kann es gut machen. Also wir haben es auch zum Teil. Aber es ist nicht so schwierig. Ist schwierig. Aber schwierig, so ein bisschen die Straßenverkehrszulassungsordnung ist für euch eher so eine Art gut gemeinter Ratschlagkatalog, oder? Das ist schön ausgedrückt, ja. Nee, also das sind halt Räder, die wiegen alle unter 11 Kilogramm. Das heißt, die laufen unter Sporträder. Und die können dann halt auch als Sportrad gefahren werden. Sprich, man kann die mit Stecklampen fahren und dann ist man da bei der Polizei auch ganz gern gesehen. Ab 15 Lux, glaube ich, ist das richtig? 15 Lux. Ist das so, ja? Ich glaube. Ja, hast du recherchiert? Habe ich recherchiert. Ja, sehr gut. 15 Lux? Das habe ich dann schon mal gemacht. 15 Lux. Oder 18 Millionen Kerzen, sagt man auch. Hast du vorhin schon von dem Clan genippt oder sowas? Ich glaube, ja. Nein, aber es ist ja. Das ist ja schon ein Risiko so ein bisschen, oder? Wenn man doch auch nachts unterwegs ist und hat dann keine Lampe oder keine... Ja, wir sind jetzt gerade dabei, genau das halt auch in die Fahrräder zu integrieren. Also das Fahrrad zum Beispiel, das hat in einer Sattelstütze ein LED-Licht integriert und vorne sind wir da auch gerade dabei. Also das ist natürlich uns auch wichtig. Und gerade wenn man über urbane Mobilität spricht, ist man auch im urbanen Umfeld unterwegs und da spielt Sicherheit natürlich eine große Rolle. Und sag mal, was ist eigentlich so ein bisschen eure Kundschaft? Gibt es da überhaupt die Kundschaft oder produziert ihr für Großfamilien oder eben ausschließlich für den sogenannten Hipster? Ja. Genau. Ja. Ist es so? Richtig, ja. Also es sind ziemlich viele Hipster dabei, ja. Also so, die sind ja diese... Die kommen zu euch in die Firma und sagen, Prenzlauer Berg im Café sitzen, Latte Macchiato trinken, am Apple Projekte machen. Nee, also das ist wirklich eine sehr breit gefächerte Kundschaft. Also wir haben wirklich den Studenten, der sich das von der... vom Mund abspart. Vom Mund abspart? Ja, und dann halt auch
sage ich jetzt mal, wirklich diese Architekten-Leute, die halt sich das dann auch gerne in die Wohnung hängen. Okay, wir haben mal überlegt, ob wir vielleicht dich testen, und zwar hinsichtlich deiner Geschicklichkeit. Und das Ganze machen wir im Skill Game. Wir wollen jetzt tatsächlich mal ein bisschen praktisch werden. Du bist Maschinenbaustudent gewesen, schraubst momentan Fahrräder zusammen. Schraubst du noch selbst oder hast du dafür deine ganzen Angestellten, die 200? Ab und zu schraube ich noch selbst, ja. Ja, hin und wieder. Okay, pass auf, jetzt für dich erstmal die Frage, ich glaube, die ist erstmal noch relativ einfach. Was ist das? Das ist eine Klingel. Richtig. Das erkennst du sogar du noch. Stimmt, eigentlich ist eine Glocke. Ist eine Glocke? Ja, genau. Okay. Glocke wird das genannt. Wir haben hier auseinandergenommene Glocken, um es jetzt mal richtig zu sagen. Okay. Und die bauen wir gleich mal zusammen. Ja. So, pass auf. Was haben allerdings, wir so. Welche Mischung haben das? Das ist jetzt zum Beispiel eine mit so einem, mit einem kleinen Endline drauf. Ist das so dein Geschmack? Ja, blau. So. Und dann machen wir dazu noch, ich weiß nicht, kriegen wir das jetzt hin? Wir haben hier noch drei Schlösser, damit die schnüren wir uns jetzt zusammen. Das ist das richtige Accessoire. Nein, und zwar, pass auf, wir machen das jetzt so. Guck mal her. Dann machst du jetzt deine Hände durch. Okay. Weil, sonst ist es ja zu einfach und dann geht es viel zu schnell. Wunderschön. Hast du schon mal eine Klingel zusammengebaut? Ja. Okay. Aber ihr habt keinen im Sortiment, oder? Nee. Okay. Muss ich mir jetzt auch so ein Teil hier? Ja, das war übrigens Navid's Idee. Das ist verständlich. Mal gucken, ob mir das heute hier gelingt. Wir machen das jetzt um die Wette sozusagen. Wir machen das um die Wette. Pass auf, und zwar folgendes. Du guckst jetzt hier einmal kurz rein. Ja. Gucke. So sieht diese Klingel von innen aus. Das müssen wir erstmal hinkriegen. So, ja? Das ist auch mal angekommen. Das ist eine andere. Ja, das ist ein bisschen anderes Modell. Okay, und das, pass auf, und wir machen das ganz einfach. Ich schraube die wieder zu und auf Klingeling geht's dann los. Mhm. Und der zuerst klingelt mit seiner zusammengebauten Klingel, der hat gewonnen. Ganz genau. Okay? Verstehst du? Okay. Kriegst du hin? Puh, okay. Also mal sehen, ne? Das ist eine kleine Feder noch drin, ne? Das ist schon mal gemacht, oder? Meine Teile passen gar nicht richtig zusammen. Ich glaube, du hast hier irgendwas. Ey, das ist doch. Hier hinten und vorne nicht. Bei mir. Hast du? Nein! Scheiße, ich krieg's auch nicht hin. Es ist zu schwierig. Ey, mit der Feder? Das ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber mit der Feder? Ja, wo kommen die hin? Das ist mein Experten. Hier, kriegst du hin. Du hast ja das mal gelernt, irgendwann, oder? Ich hab das irgendwann mal gelernt, ja. Pass auf, guck mal hier. In der Fahrradschule. Guck mal hier, so sieht das ungefähr aus. Du musst auch. Ich krieg das auch nicht hin. Ist nicht zu machen. Hätten wir vielleicht mal proben müssen nochmal, oder? Aber ich hab's vorhin einmal geschafft. Ihr hättet echt üben sollen. Ja. Du hast es doch schon, fast, oder? Du hast die Feder immerhin schon drin. Ja, die Feder, das war Glück gerade ein bisschen. Ah, ja. Ja, warte. Oh nein, ey, komm. Alter, das ist jetzt. Gut, ich hab die Feder auch. Ist egal, die Feder braucht man, glaube ich, gar nicht, was? Oh, Scheiße. Ey, bei mir ist abgebrochen. Hast du durch? Doch, die Feder braucht man. Ich glaube, die ist fertig, ja. Verdammt, ey. Mich auch ein bisschen gewinnen lassen. Aber du bist echt besser, ey. Hat mich auch gewinnen lassen. Also, nee, ich hab's gerade. Hast du noch? Wie weit bist du noch? Ich bin auch fertig. So, wir kommen zum nächsten Thema. Ja. Das funktioniert nicht. Als wir gedacht haben, okay, was machen wir denn mit dem Herrn Schindelhauer, überlegt, gut, dann haben wir gedacht, machen wir was mit Klingeln. Und dann haben wir gedacht, nee, wir müssen auch noch mal selber aufs Rad steigen. Wir müssen einfach selbst auch noch mal gucken, wie diese Fahrräder sich denn fahren lassen. Aus diesem Grund haben wir uns einfach mal zwei Fahrräder von den Schindelhauers ausgeliehen und sind mit denen mal unterwegs gewesen und haben mal geguckt, was passiert, wenn man mit denen so durch die Stadt fährt. Und genau das schauen wir uns mal an. Schindelhauer Bikes sind super schick. Schindelhauer Bikes sind super schnell. Schindelhauer Bikes erobern demnächst den urbanen Raum. Wenn nicht sogar den gesamten Weltmarkt. Und Schindelhauer Bikes sind sehr minimalistisch. Und wir sind jetzt hier vor der Manufaktur von Schindelhauer und werden jetzt uns zwei Fahrräder ausleihen. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Scheiße. Wir haben jetzt hier zwei Fahrräder uns geliehen von Schindelhauer und werden mit diesem Fahrrad jetzt mal eine Runde fahren. Meins kostet ca. 3.500 Euro, deins? Meins kostet 1.500, ist das Einstiegsmodell. Ja, das Sparmodell. Das Sparmodell heißt Viktor, Ingos heißt Ludwig. Und ich würde sagen, der Einfachheit halber, nennen wir uns jetzt auch gegenseitig einfach nur noch Viktor und Ludwig. Ja, wir sind mit dem Rad und so. Ja, wir sind mit dem Rad und so. 3.700 Euro, das hätte man noch günstiger haben können, hätte Schindelhauer bei diesem Bike einfach auf den Kit von Knight Rider verzichtet. Woher kennen Sie die denn eigentlich sonst so? Ich würde sagen, lassen wir mal gucken. Irgendwie aus dem Getriebe oder was? Sind Kranz oder so? Aus Trabant.
Das sind Keilriemen. Ja. Das sind Keilriemen. Ja. Ganz genau, ja. Das ist alles Handarbeit. Alles das ist Handarbeit. Von vorne bis hinten. Das ist ein Carbonrahmen, der wurde Mund geblasen. Wir müssen weiter. Ja, wissen Sie, wohin? Wohin denn? Ins Gebüsch. Wir testen jetzt mal, wie beliebt diese Fahrräder sind. Fährst du Fahrrad? Ja. Was denn für eins? Mountainbike. Wie findest du meins? Also für mich wäre es nichts. Jetzt ist ja das Thema Hybridfahrzeuge ganz groß im Kommen. Was halten Sie davon? Darf ich mal? Ja, ich heb's. Wollen Sie mal hochheben? Natürlich. Ja. Oh ja, was ist denn das? Carbon oder was ist das? Das ist Carbon und die Batterie ist in dem Fall hier komplett im Rahmen integriert. Im Rahmen drin. Ganz genau. Ja, das ist natürlich sehr schön. Ja. Wo kommen Sie denn her? Aus die Niederlande. Ja, was machen Sie denn hier? Die Europameisterschaft findet nicht in Deutschland statt, ne? Nein, nein, wir gehen auch nach Polen. Ja. Ja, ja. Mit dem Fahrrad? Nein, nicht mit dem Fahrrad. Wir sind mit der Wohnmobilien hier. Nein, mit dem Wohnmobil? Ja. Das Fahrrad wird immer mehr zum Auto. Schauen Sie mal, ich habe hier eins, das hat so einen Zahnriemen. Ach ja, das habe ich früher auch mal gesehen, ja. Warum sollte ich denn mit Ihnen tauschen? Was? Warum sollten wir tauschen? Oh, die schöne Fitz. Ja. Okay, Sie bekommen das aber nur, wenn Sie mit diesem Fahrrad auch bis nach Polen fahren. Ja, das geht mit dem Fahrrad nach Polen, ja. Ich sag Ihnen jetzt mal, wie viel das kostet. Das kostet 80 Euro. Das ist billig. Wissen Sie warum? Ja? Weil da ein Keilriemen drin ist. Die Kette ist doch sonst immer das Teure beim Fahrrad. Ach, das ist doch kein Keilriemen, das ist ein Zahnriemen. Ist das. Where do you come from? Gainesville, Georgia. What do you think about this bike? That bike, it's pretty cool. Why? I like the leather on it. Okay. And it's great. Sie fährt jetzt halt 80 km/h maximal Spitze. Ist das trotzdem, sagen Sie, würde ich auch, das nehme ich in Kauf? Nee, 80 km/h muss ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Das ist zu langsam sozusagen. And what do you have here in your jacket? You have pay for it? Yes. And you wear it in your jacket? Yeah, I don't have a bag or basket. Ah, you can change the bikes if you want. Aber ich nehme das Waschmittel. Das behalte ich. Okay, yeah? Okay. Bye, ne? So. Weg ist er. Dann muss ich mit dem hier los. Komm. Tschüss. Wie geht ihr euch Feedback ein, was eure Fahrräder anbelangt? Gut, an den Verkaufszahlen kann man sehen. Aber geht ihr auch noch mal raus und sagt, hier, gucken Sie mal, das ist ein neues Fahrrad, wie finden Sie das? Ja, wir sind da ziemlich viel auf Messen unterwegs. Ach so, okay. Und da kriegt man gut Feedback. Facebook. Okay. Da kriegt man gut Feedback. Facebook? Was schreiben die denn, Kommentare? Schick oder was? Auch Wünsche? Schreibt man auch mal einen Wunsch rein? So die schreiben auch Wünsche rein, ja. Ja. Was wird denn so gewünscht? Eine Klingel zum Beispiel? Klingel, ja, ich habe heute erst wieder eine Mail bekommen von einer Kundin, die gesagt hat, ja, eine Klingel wäre schön. Das ist so schnell, ich brauche eine Klingel. Wir haben hier welche in verschiedenen Farben, falls du noch welche brauchst. Ja, ich mitnehmen. Naja. Wirklich? Die außen klingelt sehr gut übrigens. Und dann ist ja so, ihr gebt euren... Die mit der Ente, glaube ich. Mit der Ente, genau. Ihr gebt euren Fahrrädern sehr moderne Namen. Ludwig, Viktor, Thorsten und wie sie alle heißen. Warum solche Namen? Also das mit dem Siegfried, das hat sich so entwickelt, wir suchten nach einem Namen... für die Räder, der mit einem Held assoziiert wird, sprich mit dem Siegfried aus dem Nibelungenlied und den fanden wir ganz passend. Wir hatten auch so dieses Lindenblatt. Okay. Und das hat sich dann so fortgeführt einfach, dass wir dann gesagt haben, okay, dann bleiben wir dabei. Jörg, ich habe mal gelesen, dass dieser Keilriemen anscheinend 22.000 Kilometer hält. Zahnriemen. Ungefähr. Es ist ja ein Zahnriemen, genau. Ein Zahnriemen, kannst du mal ganz kurz den Unterschied zwischen... Ich erkläre dir mal den Unterschied. Genau. Also ein Zahnriemen hat halt Zähne. Also wie du da siehst, sind da ja so diese Zähne dran. Mhm. Und ein Keilriemen ist halt keilförmig. Also es ist einfach, also ist großer Unterschied, das ist halt eine formschlüssige Verbindung und Keilriemen ist eine kraftschlüssige Verbindung. Ja. Schlechterer Wirkungsgrad, macht beim Fahrrad überhaupt keinen Sinn. Oh, ich hab mal ein Bild von Navids Fahrrad. Das sieht so aus. Genau, deswegen macht das auch Sinn, dass ich mich nicht ganz so auskenne. Ja. So. Aber kannst, über neue Bereiche? Ich finde, hier sieht man auch, also erstmal... finde ich, erkennt man ganz gut, dass die Kette auch ist ohne Öl sozusagen funktioniert. Wie bei euch. Ist eine starre Kette sozusagen. Genau. Dann ist auch die Bereifung eine ganz moderne. Zwar ohne Reflektoren, aber denke mal, sehr robust. Kriegt man nie eine Panne, ne? Ja. Nee, das ist ganz gut. Und ich sag mal, auch ohne große Entwicklungskosten. Da kommst du schnell hin, wenn du eine Weile fährst. Gut. Aber sag noch mal zum Zahnriemen. Ich nehme nachher mit. Schenke ich dir. Für die Entwicklungsabteilung. Ja, kannst du mitnehmen. Ja, danke. Stimmt das denn, dass die wirklich 22.000 Kilometer erstmal halten? Das stimmt wirklich, ja. Ihr habt diese Strecke auch getestet? Wir fahren die sogar, glaube ich, schon länger. Also teilweise, ja. Also der Riemen selbst ist auch nicht das verschleißbegrenzte Glied, sondern das hintere Riemenrad, aber... Und selbst wenn, könnte man das über dieses Crocodile... Kann man ja alles wechseln, System? Ja. Ist ja kein Problem. Mhm. Genau. So, in Zeiten der erneuerbaren Energien, wird ein Schindelhauer Bike demnächst ein Statussymbol sein? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob die Marke schon so stark ist, aber
ich kann, das weiß ich nicht. Würdest du es dir wünschen? Oder ist es eher so, dass wir eine Nische abdecken? Statussymbole sind ja auch oft so in einer Nische zu Hause. Also ich finde das Wort immer ein bisschen schwierig, aber es, ich kann es mir gut vorstellen, dass es passieren wird, ja. Ja, das war's auch schon. Wir sind auch durch mit dieser Sendung und wollen auch noch mal auf ein paar Sachen verweisen, nämlich auf die, wo man uns sehen kann, nämlich bei Facebook, da wo du Kommentare kriegst oder die Leute dir schreiben, dass sie eine Klingel haben wollen, da kann man bei uns zumindest die Sendung konsumieren, wenn man denn möchte. Ansonsten laufen wir auch noch im offenen Kanal. Wir sind auch zu sehen auf den Seiten von Campus TV. Da findet man das entsprechende Material. Jörg, ansonsten vielen Dank, dass du heute hier warst. Es war uns eine große Ehre. Danke, dass ich hier sein durfte. Toll, dass du mit dem Fahrrad reingekommen bist. Und auch einen herzlichen Dank an Navid. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.